Moin moin und herzlich willkommen. Ich habe wieder Internet und nachdem es nun doch schon wieder 9 Tage her ist seit meinem letzten Video, möchte ich euch mal kurz auf den laufenden Stand bringen, was die Campiflex Rei betrifft. Wir hatten ja beim letzten Video gesagt, dass die Aktivität stark rückläufig ist und wir gucken uns mal an, wie es seitdem weiterging. Wir sehen bis vom 13. bis zum 15. Oktober gab es kaum Erdbeben. Am 16. hatten wir dann in einem kleinen Erdbebenschwarm ein Erdbeben der Stärke 3.6 in 1,9 Kilometern Tiefe im Bereich der Solfatara. Danach war die Seismik leicht erhöht, ging dann aber wieder zurück. Am 18. hatten wir nur ein einziges kleines Erdbeben und dann am 19. nochmal einen kleinen Schwarm, wo auch mehrere Beben mit Stärke 2 oder höher auftraten. Aber alles in allem scheint es so, als würden die Campiflex Rei zur seismischen Aktivität zurückkehren, die wir in den letzten Jahren auch durchschnittlich hatten. In den letzten Tagen wurde auch der Wochenbericht für die Woche vom 9. bis zum 15. Oktober vom INGV veröffentlicht. Da sieht man auch, wir hatten in dieser Woche gerade mal 50 Erdbeben mit einer maximalen Magnitude von 1.9. Auch bei der Bodenverformung und bei der Geochemie der aufsteigenden Gase gibt es jetzt keine Veränderungen oder keine nennenswerten Veränderungen. Also alles beim Alten. Hier sieht man nochmal die Lokalisation der Erdbeben. Auch hier kann man relativ gut erkennen, dass sich die meisten Erdbeben im Bereich der Solfatara ereignen. Also in dem Bereich, wo wir auch in den letzten Monaten und auch Jahren die meisten Erdbeben hatten. Dann wollen wir auch noch einen Blick auf den benachbarten Vesuv werfen. Denn auch da gab es in den letzten Wochen vermehrt Erdbeben, die dann zu Zeitungsartikeln wie diesem hier geführt haben. Vesuv und Campiflex Rei in Italien besorgen Forscher, beide Vulkane sind reif für eine Eruption. Beim Vesuv kann man sagen, es gab die letzte Eruption im Jahr 1944. Da gibt es auch dieses schicke Bild von der US Air Force geschossen, die zum Zeitpunkt der Eruption in Italien im Zweiten Weltkrieg im Einsatz waren. Und bei den Erdbeben am Vesuv handelt es sich nach wie vor um Setzungsbeben. Das heißt, der Vesuv kühlt nach wie vor nach fast 80 Jahren immer noch nach dieser Eruption ab. Teile des Schlotes stürzen ein, das Gelände unter dem Vulkan senkt sich und das verursacht natürlich ebenfalls Erdbeben. Dazu muss man sagen, wir haben hier ein vulkanisch sehr aktives Gebiet, auch Plattentektonik kommt in diesem Bereich vor, also Erdbeben sind dort ganz normal. Am Vesuv gibt es allerdings aktuell absolut keine Anzeichen dafür, dass auch nur annähernd in naher Zukunft ein Ausbruch bevorstehen könnte. Wieder einmal etwas, was die Medien aufpushen und da gibt es auch, da habe ich jetzt auch die Tage noch einen Beitrag oder einen Artikel gefunden, der das Ganze sehr deutlich zeigt und zwar bei der Rheinischen Post. Wir wollen uns den Artikel mal ein bisschen genauer ansehen. Supervulkan bei Neapel, was Sie zum drohenden Vesuv-Ausbruch wissen müssen. Da haben wir schon mal den ersten Fehler. Drohender Vesuv-Ausbruch, wie gesagt, es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich am Vesuv auch nur irgendetwas tut. Und Supervulkan bei Neapel. Ich werde in den nächsten Tagen ein Video zum Thema Supervulkane hochladen, wo ich auch mal etwas genauer auf die Definition des Begriffs eingehen werde. Denn dieser Begriff ist nicht wissenschaftlich definiert. Das heißt, jeder kann im Grunde seine eigene Definition festlegen. Aber egal, wie man Supervulkane definieren will, der Vesuv gehört definitiv nicht dazu. Nach 2 Erdbeben in den vergangenen Wochen steigt die Angst vor einem Ausbruch des Vesuv. Wir beantworten die wichtigsten Fragen der Lage vor Ort, über Expertenmeinungen bis hin zum Vergleich mit dem Untergang von Pompeji.
Kurze Zeit nach den Erdbeben der Stärke 8,3 und 4,2 auf der Richterskala in Neapel sind sich Experten weiter uneins, wie mit den aktuellen Erkenntnissen umzugehen ist. So, da haben wir schon die nächsten beiden Fehler, und zwar die Erdbeben, die gemeint sind, waren vom 27. September und vom 2. Oktober. Die hatten die Stärke 4,0 und 4,2 und nicht 8,3 und 4,2 und auch nicht auf der Richterskala, denn diese wird seit Jahren schon nicht mehr verwendet. Die gilt als veraltet. In den meisten Fällen wird heutzutage die Momenten-Magnitudenskala verwendet, beziehungsweise das INGV verwendet in erster Linie die sogenannte Coda-Magnitudenskala. Was macht den Vesuv so gefährlich? Der Vesuv ist der einzig aktive Vulkan auf dem europäischen Festland. Stimmt auch nicht, wir wissen ja, wir haben 20, 30 Kilometer vom Vesuv entfernt die Phlegräischen Felder. Gut, diese liegen zu 60% unter Wasser, allerdings sieht man auch auf dem Festland, wenn man hier mal guckt, überall Krater. Also, dass der Vesuv der einzige aktive Vulkan auf dem europäischen Festland ist, stimmt definitiv auch nicht. Hier werden dann die Phlegräischen Felder zum ersten Mal erwähnt. Und direkt mit dem nächsten Fehler, denn in der Nähe des Vulkans liegen die Phlegräischen Felder, Campi Phlegrei. Dieses über 150 Quadratkilometer große Gebiet teilt sich eine Magmakammer mit dem Vulkan. Diese liegt gut 10 Kilometer tief. Diese Theorie gab's, wurde allerdings inzwischen widerlegt. Also es gibt keine unterirdische Verbindung zwischen den Magmakammern der Campi Phlegrei und des Vesuv. Dann haben wir hier wieder ein paar allgemeine Informationen, die dann eigentlich ganz in Ordnung sind. Und erst hier unten haben wir dann die Entwarnung. Bisher hatte die Zweigstelle des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie, INGV, in Neapel, an dem auch ein Observatorium für die Phlegräischen Felder und den Vesuv angeschlossen ist, vor Panikmache gewarnt. Es gibt keinen Grund für Alarmismus, sagte Direktor Mauro De Vito. Ja, eigentlich alles gesagt. So, und hier dann noch eine kurze Beschreibung, was wäre wenn. Wie beim letzten heftigen Ausbruch im Jahr 1538 wäre wohl ein größerer Teil Italiens von den Folgen betroffen. Nicht nur müssten Millionen von Menschen um Leben und Gesundheit fürchten, auch die klimatischen und wirtschaftlichen Folgen wären verheerend. Gut, wir wissen, 1538, das war die Eruption des Monte Nuovo, die letzte Eruption in den Phlegräischen Feldern. Und nicht vom Vesuv. Außerdem war das eine relativ kleine Eruption, erreichte auf dem Vulkanexplosivitätsindex gerade mal Stufe 3. Das ist ungefähr vergleichbar mit der Eruption auf La Palma. Nur mit dem Unterschied, die Eruption auf La Palma hat fast 3 Monate gedauert. Monte Nuovo hat dieselbe Menge an Material in gerade mal 6 Tagen gefördert. Trotzdem war es ein lokales Ereignis, ohne irgendwelche klimatischen Auswirkungen oder irgendwelche größeren Auswirkungen auf ganz Mittelitalien. Wirtschaftliche Folgen im Großraum Neapel, okay. Schon einmal ist der Vesuv ausgebrochen und hat eine Spur der Zerstörung hinterlassen, die noch heute besichtigt werden kann. Im Jahr 79 nach Christus traf es unter anderem die Einwohner der Stadt Pompeji. Und hier haben wir jetzt das große Problem. Der Autor dieses Artikels hat scheinbar Fakten der Campi Phlegrei und vom Vesuv miteinander vermischt, was da rausgekommen ist, naja, ein komplettes Wirrwarr, das jeden Leser wahrscheinlich komplett verwirrt zurücklässt, aber es zeigt eben sehr gut das Problem, dass nicht nur ich, sondern unter anderem auch Patrick von Lydon Production in den letzten Wochen mehrfach angesprochen haben, das, was in den Medien berichtet wird,
darf man nicht immer glauben. Ich gehe mal davon aus, dass sich die wenigsten Journalisten mit dem Thema Vulkane und Vulkanismus bisher wirklich intensiver auseinandergesetzt haben. Dementsprechend sind die darauf angewiesen, sich die Informationen aus den verschiedensten Quellen zusammenzusuchen und daraus dann einen Artikel zu erstellen, der möglichst viele Aufrufe generiert. Wenn dann so ein Artikel auf die Schnelle zwischen Tür und Angel geschrieben wird, weil der Journalist der Meinung ist, er muss heute auf jeden Fall noch einen Artikel veröffentlichen, dann kommt eben sowas bei rum. Daher, wenn ihr aktuelle Informationen und auch vor allem verlässliche Informationen über die Vorgänge zu den Campi Flegrei haben wollt, nutzt seriöse Informationsquellen wie zum Beispiel vulkane.net oder erkundigt euch auf meinem Kanal, auf den Kanälen meiner Kollegen von Lydon Production und Vulkantastisch. Die Links dazu packe ich euch wieder in die Videobeschreibung oder ich lade euch auch herzlich ein, unseren Discord-Server beizutreten. Den Link dazu packe ich euch ebenfalls in die Videobeschreibung. Wenn ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen wollt, gebt unseren Wenn ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen wollt, gebt unseren Videos einen Daumen nach oben, abonniert unsere Kanäle. Nur so werden unsere Videos auch mehr Leuten angezeigt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal.